Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Final Fantasy 15. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, das ist nun sozusagen die dritte Folge von den Stale of Ruin. Wir begeben uns weiter vor und hoffen, es mit Real bald zu finden und nicht mehr in allzu viele gefährliche Situationen zu gelangen. Mal gucken, was da so abgeht. Okay, da oben waren wir. Jetzt kommen wir endlich hier runter. Hier ist auch ein Weg. Na dann, mal rüber. Komm schon. Ganz schön langer Weg. Ja, kein... Kommt! Gut. Drüben sind wir wohl nicht erwünscht. Dann sollten wir uns nicht aufdrängen. Oh doch, wir drängen uns sehr gerne auf. Genau unser Stil. Aua! Ich hab doch geblockt. Ey, da gehen wir schon wieder so auf die Nerven, ne? Alter, die wollen alle mich. Ach. Komm du! Zack! Auf dich ist Verlass! Okay. Okay. Den Hammer. Auf den Schnitter. Kommt du, Durchschuss. Ups, das war ein Fehler von meiner Seite. Aua. Sicher. Auch wenn ich nur ungern meine Dame ihre Hände schmutzig machen lasse. Ein bisschen spät dafür. Das war's. Dann wollen wir mal weiter. Ja, würde ich sagen. Alter, das sieht so Bombe aus, ne? Die Ruine ist fantastisch. Sehr, sehr schön. Aber düster. Schön, aber düster. Äther haben wir gefunden. Muss man hier rein. Das wie auf dem Servierteller. Wir kommen aber nicht durch. Das heißt, wir können nur den Weg hier nehmen. Gehen wir mal rüber. Das ist wieder die komische Platte, die wir schon im Anfangsraum gesehen haben. Oh, jetzt ist es wieder verzwickt. Gabelung. Welcher Weg? Den zum Schatz natürlich. Den kennen wir aber leider nicht. Wir müssen ja, die Wege wohl ausprobieren. Sagen. Hauptsache, wir verlaufen uns nicht. Elixier. Sagen wir es so, wenn wir die Karte nicht hätten, würden wir uns wohl ziemlich sicher verlaufen. Aber ich finde es gut mit den Gutzeichen sozusagen. Mit den Haken. Da sieht man, wo man war und was man gesehen hat. Wenn man ja nichts übersieht. Talisman. Weiter. Aber wieder eine Gabelung. Klappe zu, Monster tot. Okay. Alter. Los, stirb. Zack. Komm schon. Aber gleich. Okay. Alter. Komm du! Mann, das war schon gut. Schade. Oh, danke. So. Hier ist nix. Okay. Alles klar. Weiter. Oh ne, jetzt sind es die Green Brûlés. Ja, zurück. Parieren. Oh, ein Schnitter schon wieder. Wir
ist es hiermit? Toll. War gar keine Kombo. Komm du! Oh, Achtung, der Schlitter! Welts hat den Schlitter erwischt oder was? Oder beides? Auf dich ist los geht's! Okay! Sehr gut, sehr gut. Wundervoll. Perfekt. Kann nur zustimmen. Boah, gar nicht. Ja, war die bitte? Ne? Okay. Guck mal schnell hier rein. Ach, da ist Ignis. Okay. Dann haben wir das auch. Dann geht's wieder weiter. Ja, so eine verzwickte Guine. Ja. Oh Gott! Was ist das denn? Ein Lich? 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 Was ist das? Stirb! Aua! Den hol ich mir! Oh ja! Gib mir Mühe! Oh nein, da kommt noch einer! Kommt du, du Schuss bitte! Oder auf den? Okay, gut. Kommt du durch Schuss! Zack! Sehr gut. Mir so vor, als würden die immer stärker werden. Meinst du? Wenn nicht bald etwas geschieht. Dann überrennen diese sicher die ganze Welt. Die ganze Welt? Mann, das wird ja echt immer schlimmer. Oh ja, was sagst du da? Okay, da ist nix. Das heißt, hier kann man auch abhaken. Wunderbar. Dann gehen wir weiter. Kommt da, Leute? Aber ein bisschen Dalli, bitte. Ja, los, weiter. Ich will die Ruine endlich hinter mich bringen. Noch mehr Treppen. Ich weiß, ich komme bestimmt darüber. So. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Das heißt... Hier steht uns gleich ein Kampf bevor. Oh ja! Eine passende Arena für einen richtigen Kampf. Yay. Das wird lustig. Ich kann euch schon mal versprechen, das wird gleich lustig. Oh. Seht ihr das Viech da oben? Ich glaube, gegen das muss man kämpfen. Na ganz supi. Okay. Elemente können wir keine mehr absorbieren. Und hier drin haben wir eine Phönixfeder vielleicht? Eine Gedenkmünze. Okay. Ja. Speichern können wir bestimmt auch nicht. Nee, natürlich nicht. Okay. Wow, so viel Platz. Ja. Viel Platz für ein Riesenmonster. Wenn's groß ist, triffst du wenigstens mal. Oh Gott. Was? Hat der Lea prompt gerade gefrontet? Alter, was ist das? Ein Unterwasserdrache? Oh mein Gott. Was ist Greif? Boah, ist der episch. Oh mein Gott. Uns hält das nicht auf. Oh mein Gott. Königswaffen. Leute, Königswaffen. Nein. Ah ja. Es geht schon wieder los. Super Elixier, bitte. Oh ja. Jetzt setzt's was, Alter. Ups, wollte ich gar nicht. Hallo? Das war echt... Oh, Empistase. Das Impfverbrauch auf null, das machen wir doch gleich. Aber ich glaube, ich muss trotzdem noch irgendwie meine MPs auffüllen. Kann ich nicht... Hier!
Halt die MP vollständig. Oh, mein Leben! Oh, mein Leben! Oh, mein Leben! Wir warten, bis Aranea ihre Fähigkeit ausführen kann. Okay, ich kann mich raufporten. Droppen? Ja, wieso habe ich immer so wenig Leben? Oh oh. Ich glaube, ich sollte mich selber heilen. Aranea! Eine Fähigkeit bitte! Ja, los! Drauf! Drauf, 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 drauf! Ich glaube, hier war was. Zauber! Durchsichtige Haut? Beeindruckend. Oh ja. Wow. Was für ein Tier. Noch. Das muss gefeiert werden. Hab euch wohl unterschätzt. Das höre ich gern. Oh, wir haben es geschafft, zum Glück. Mit Gilerz. Ich denke, wir sind hier fertig. Oh ja. Aranea? Ja? Du meintest, das Imperium macht sicher zu Waffen, oder? Die Magitek-Infanterie ist euch ein Begriff, oder? Klar. Die Blecheimer sind bei der Erforschung von Sichern entstanden. Von... sichern? Das Imperium spielt mit ganz dunklen Mächten. Pass bloß auf, Prinz. Ach, entschuldige, König. Hm. Sag jetzt mal schnell nein. Ich hoffe, ich kann dann trotzdem irgendwie zurückkehren zum Eingang. Aber ich frage mich gerade, hat es hier unten nicht vielleicht eventuell ein Königsgrab? Hallo, hallo, Ral Charlotte? Okay. Ja. Wir gehen mal da hoch. Gibt's hier irgendwas zu sehen? Wird hier hinten dran versteckt? Nee, nicht wirklich. Okay, es ist da hinten. Ah! Ich wusste es doch! Ah, noch so ein Ding. Es gibt also mehr davon. Ich hoffe nur, wir kommen rein. Oder? Wo denkst du hin? Die Tür ist verriegelt. Hier brauchen wir wohl auch einen Schlüssel. Leichter gesagt als getan. Fragt sich nur, wo wir den finden. Ja, eben. Das frage ich mich auch. Weil ehrlich gesagt, auf jedes Königsgrab, das ich treffe, habe ich irgendwie keinen Schlüssel. Aber ich habe mich eigentlich immer gut umgesehen durch, naja, eben. Ich habe mich so gut umgesehen und war eigentlich überall, aber trotzdem habe ich nie was gefunden. Jetzt ist die Frage, ob ich den Schlüssel hier noch irgendwo finden werde, oder... Ach, scheiße. Das regt mich so auf, weil die Königswaffen brauchen wir alle schlussendlich. Weiß nicht, was ich ohne machen soll. Ja, keine Ahnung, wo könnte denn der Schlüssel sein? Weil für mich macht das keinen Sinn, nochmal die ganze Ruine durchzuchecken. Wir waren ja eigentlich überall und haben alles gesehen. Jetzt müsste doch fast hier irgendwo sein, wenn das rumliegen wird, oder nicht? Das regt mich auf. Jedes Mal. Wie komme ich denn sonst an die Dinger ran? Es muss doch hier irgendwo sein.
Auf der Karte ist aber auch kein Schatz markiert oder so. Dass irgendwas Wertvolles rumliegen würde. Ach, ist das ätzend. Ja, was macht man denn jetzt? Ich weiß nicht, ich finde, man sollte mal ein bisschen einen Tipp bekommen oder so. Weil, wie gesagt, ich bin durch die ganze Ruine gegangen und ich finde, ich habe mich ziemlich gut umgesehen. Es kann doch nicht sein, dass ich den übersehen habe. Also, wo zur Hölle ist der Schlüssel? Wisst ihr, was ich meine? War keine Absicht. Ach, ist das nervig. Habe ich auch nicht lieber. Vielleicht hier irgendwo in der Nähe versteckt Wege. Oh, ist das ätzend. Die Tür ist verriegelt. Ach nee, wirklich? Oh, Leute. Einen kurzen Augenblick, bitte. So, meine lieben Leute, ich habe mich mal so frei gefühlt und mir schnell ein Infovideo dazu angesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es überhaupt was mit den Königswachen zu tun hat, aber es sind verschlossene Tore, die man erst sozusagen im Endgame öffnen kann. Ich weiß nicht, kommt man da überhaupt auf die Karte wieder? Warte, guck mal schnell anders. Sollte ja wohl... Nee, warte. Kann ich nicht? Ah, hier, zurück zum Eingang. So. Ich zeige euch gleich, was ich damit meine. Kommen wir mal hier durch, oder was? Ah ja. Okay. Wir müssen da schnell nach vorne, dann kann ich es euch gleich zeigen, was ich meine. Frischluft! Na dann, trennen sich hier unsere Wege. Ihr habt schon genug Feinde. Also seht in mir lieber eine Art Verbündete. Ich weiß nicht, auf wessen Seite du stehst. Aber deine Hilfe war für uns von unschätzbarem Wert. Wie aufrichtig von dir. Wirklich denn so verschlagen auf dich? Verzeih. Bitte pass auf dich auf. Danke. Werde ich tun. Meldet euch einfach, wenn ihr nochmal meine Dienste braucht. Ach, übrigens hat der Kanzler verlangt, dass ich euch hier höchstpersönlich rausbringe. Wenn ihr fertig seid, geht's mit meinem Luftschiff raus. Ein Glück, ist alles glatt gegangen. Noct, ich habe eine Nachricht von Sydney. Was sagt sie? Sie sagt, wir sollen nach Lestalum gehen. Im Kraftwerk arbeitet eine Freundin von ihr, die das Methylerz für uns raffinieren kann. Erst dann können wir es für die Reparatur vom Boot verwenden? Sobald wir uns ausgeruht haben, sollten wir schnellstens nach Lestalum gehen. Bereiten wir uns gut vor. Igen ist ein bisschen am Flirten mit der Garnier. Ich komme sobald nicht mehr her. Willst du nicht noch schnell deine Angel auswerfen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, Garnier ist mir sehr sympathisch geworden in der kurzen Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie war wirklich von Nutzen. Also, ich hoffe wirklich, dass sie so eine Art Verbündete für uns geworden ist. Promotor, wir gehen nicht nochmal rein, ne? Also, was ich euch eigentlich zeigen wollte, ich weiß nicht, ob ich es finden werde... Auf der Karte. Ich glaube, irgendwo in diesem Bereich hier, da wo die Straßensperre ist, hier irgendwo ist die Meldatio-Jägerzentrale, wenn ich mich nicht irre. Irgendwo hier. So. Und dort muss man dann mit einer älteren Dame sprechen, die einem dann den Schlüssel übergibt. Und mit diesem Schlüssel kann man dann diese Tore öffnen. Aber das auch nur erst, wenn man vier verschiedene Dungeons, also vier bestimmte Dungeons, absolviert hat. Also es ist schon etwas komplizierter als gedacht. Und ja, ob wir das wirklich alles noch machen werden, das muss ich mir noch überlegen, ganz ehrlich. Naja, okay. Auf jeden Fall gehen wir in dem Fall mit der Aganea reden und dann ab nach Lestalum, würde ich sagen. Tüdelü, I2, 3, wie viel auch immer da stehen. Oh, da vorne steht sie ja. Licht.
So, Moment schnell. Nun denn, also, bevor uns Akania hier endlich aus diesem Schlamassel hier rausholt und wir dann nach Lestamons begeben für das Mithrilerz, danke ich euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen von dieser Folge Final Fantasy 15 und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch. Tschüss.